Das kleine Schloss. Madame Maisonden empfängt uns in ihrem Haus, dem kleinen Schloss von Gonneville. Man sagt, dass hier das Stammhaus derer von Sevan de Gonneville sei, aber das ist eine Annahme. Man weiß, dass der älteste Teil unserer Kirche in Gonneville etwa aus dem Jahre 1540 stammt und man glaubt, dass es die Herren von Sevan de Gonneville waren, die diese Kirche erdacht und gebaut haben. Wir sind eines der seltenen Häuser, die einen Keller besitzen, der damals nicht als Keller, sondern als Wachsaal genutzt wurde. Man vermutet, dass unser heutiger Keller ein Wachenraum war, da man Spuren alter Türen gefunden hat und der Keller mit riesengroßen Steinen abgestützt ist. Die Familie Russi, die das Haus in 1800 nach der Revolution erworben hat, hat es vergrößert, verschönert und modernisiert. Das heißt, sie haben dem Haus den alten Teil hinter ihnen und die Hauptfassade hinzugefügt. Dann ist ein Fuhrunternehmer aus Caen gekommen, der das Haus mitten im Krieg mit den Deutschen darin erstanden hat und der meiner Meinung nach einige Restaurierungsarbeiten nach dem Krieg durchgeführt haben und an Monsieur Pilot weiterverkauft haben muss. Und dann sind wir dran im Jahre 1996. Wir haben das Haus Ende 96 gekauft, eine Reihe von Arbeiten durchgeführt und sind im September 97 hier eingezogen. Wir würden sagen, das Haus war ein wenig verschlafen. Nach dem Krieg war bis auf die Fertigstellung der Außenhaut nur sehr wenig gemacht worden. Und als wir kamen, haben wir alles wiederhergestellt. Wir konnten die Mauern, das Dach und die Fenster erhalten. Um das Haus zu neuem Leben zu erwecken, hat Madame Maisonden eine neue Aktivität entwickelt. Ich habe mich mit einem Shetland-Zuchtbetrieb zusammengetan, die Ponys zur Welt bringen. Ich übernehme sie etwa mit 6, 7 oder 8 Monaten und bringe sie paarweise hierher. Alle Jahre gebe ich 2 davon zurück und für 2 oder 3 Jahre bleiben sie hier, um großgezogen und erzogen zu werden. Ich arbeite sie an der Hand, an der Longe, ich spanne sie ein und auf diese Weise werden sie zu sehr gut erzogenen Ponys, die sich gut benehmen und brav zu den Kindern sind, da sie auf die menschliche Stimme hören.